Herzlich willkommen auch von mir. Am 12. November war ich in der Landesgeschäftsstelle und habe eigenhändig die Wahlurnen sowohl für den Mitgliederentscheid als auch für die Mitgliederbefragung versiegelt, sodass von da ab die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle die eingehenden Wahlumschläge in die jeweiligen Urnen hineinwerfen konnten. Am 1.12. traf sich dann, und die Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle haben natürlich vorab geprüft, welche offensichtlich ungültig sind und welche offensichtlich gültig sind und die entsprechend dann ungültigen in einen Extrakasten gelegt, zur Nachprüfung dann durch die Wahlkommission. Am 1.12. trafen sich die Mitglieder der Wahlkommission zusammen mit den Mitgliedern der Antrags- und Redaktionskommission im Gewerkschaftshaus in Dresden, um gemeinsam sowohl die Befragung als auch den Mitgliederentscheid auszuzählen. Es wurden die als vorab ungültig gewerteten Briefe noch einmal gründlich untersucht und geschaut, ob sich vielleicht doch eine gültige Stimme dort mit hineingemogelt hat. Das war größtenteils leider nicht der Fall. Die häufigste Ursache übrigens für ungültige Stimmen bei dieser Wahlhandlung war, dass vergessen wurde, die eidesstattliche Erklärung mit in den Brief hineinzugeben. Und damit mussten diese aussortiert werden. Danach erfolgte die Öffnung der Wahlurnen und die öffentliche Auszählung. Auch dabei stellten sich noch einige, aber nur sehr wenige, ungültige Stimmen bei dem Mitgliederentscheid heraus. Ich habe mich zwar sehr über die Grüße gefreut, die da drauf standen, und auch über alternative Wahlvorschläge, allerdings machte das die Wahlscheine leider eben auch ungültig. Zur Auszählung selbst, diese ergab, dass 4.052 Stimmscheine von 7.756 stimmberechtigten Mitgliedern für den Mitgliederentscheid eingingen. 52,24% wären das der, die damit abgestimmt haben. Davon waren 483 Stimmen ungültig. Die Gründe hatte ich ja genannt, die zur Ungültigkeit führten. Von den abgegebenen Stimmen stimmten 3.165 Mitglieder mit Ja für Rico Gebhardt zur Nominierung als Spitzenkandidaten. Das entspricht 88,7%. Mit Nein stimmten 206 Mitglieder, das sind 5,8%, und 198 Mitglieder enthielten sich, das entspricht 5,5%. Und damit ist Rico Gebhardt als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2019 nominiert. Applaus